Heute verstecken wir uns in den krassesten Secrets in ganz Roblox Brookhaven. Doch das mache ich nicht alleine, denn mit dabei sind der... Limonadenmann! Was? Okay, und der... Popcornmann! Ja, okay, Leute. Limonadenmann und Popcornmann, ich weiß auch nicht, wer die beiden sind. Ich glaube, keiner von euch weiß es auch. Ich glaube auch, dass es keiner von euch weiß. Gut, ich würde trotzdem sagen, ihr dürft euch verstecken im Hotel. Und zwar in 3, 2, 1, los geht's! Los! Yay, let's go, Abok. Ey, wir müssen uns beeilen, ne? Abok, hast du eine Idee, wo du dich verstecken willst? Ich habe überhaupt keine Idee, wo wir uns verstecken können. Ich auch nicht. Ey, Abok, lass uns mal in den Keller gehen, okay? Wollen wir in den Keller gehen? Ja, lass das auf jeden Fall mal machen. Also, ja, in den Keller gehört ja auch hin, Limonaden und Popcornmann. Ja, okay, dann gehen wir mal in den Keller rein. Also, ich hab schon voll die gute Idee. Warte mal, es gibt überhaupt keinen Keller. Ey, aber komm mal hier zum Fahrstuhl, ja? Ich muss dir ein richtig gutes Secret zeigen. Okay. Weißt du, wir wollen uns heute unbedingt in Secrets verstecken, damit Sadie hier ein Problem hat. Okay, du musst erst ganz nach unten gehen. Komm mal ganz nach unten. Ja, ich bin ganz unten und jetzt? Und jetzt gehen wir hier rein und jetzt musst du schnell nach oben klicken auf dem Fahrstuhl, dann nach unten. Ja, und dann? Und dann fällst du hier nach unten durch. Boah, das ist so gut, Babo, dass du mir genau erklärt hast, Schritt für Schritt, was ich machen muss, um euch zu finden. Ja, mich willst du nicht finden, Sadie. Das ist gemein, wenn du da jetzt hingehst. Dann müssen wir zu einem anderen super Alter, Secret. Leute, da merkt man mal, wie es ist, mit Limonadenmann und Popcorn verstecken zu spielen. Also wirklich. Ich habe hier noch ein anderes Secret. Komm mal raus. Ja, ja, ich bin doch schon längst draußen. Komm mal her, Papo. Also ich glaube, ich verstecke mich hier in diesem krassen Secret. Boah, das ist schon richtig krass. Oha, oder soll ich mich hier... Das ist zu krass. Das kann man wirklich nicht machen. Ah, du hast gar nichts gesehen. Oder soll ich mich in diesem Secret verstecken? Du, aber auch, ich glaube, ich verstecke mich in einem ganz anderen Secret. Hier gibt es auch noch dieses eine Secret, wenn man hier hingeht. Wow. Und das ist noch ein doppeltes Secret, weil man kann auch hier hingehen und erstmal hier. Das ist auf jeden Fall krass. Okay. Also viel Glück, Babo. Dann gehe ich jetzt nach oben. Ups. Da was hast du hier im Fahrstuhl gemacht? Nordwesten. Oh Mann, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Wo ihr euch verstecken werdet, ey. Also, ihr redet schon so lange drüber, über irgendwas mit hoch, Fahrstuhl und dann wieder runter und jetzt irgendwie nach oben und nach unten und keine Ahnung, egal. Also, ich bin versteckt. Okay, seid ihr beide versteckt? Ja, ja, ich bin versteckt. Okay, sehr gut. Schon losgehen. Okay, 43, 77, 40, ach, keine Ahnung, ich habe einfach irgendwelche Zahlen gesagt. Ich werde jetzt loslegen. Okay, Leute, ich bin schon mal sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass ihr irgendwas darüber geredet habt, dass man in den Fahrstuhl hoch muss, dann wieder runter muss und was genau passiert? Leute, hier ist der Typ. Ah, okay. Aber es sieht nicht so aus, als ob sich jemand hier versteckt hätte. Gut, dass ihr auf jeden Fall weggegangen seid. Aber ihr wisst natürlich schon, dass ihr mich nicht austricksen könnt. Deswegen werde ich jetzt die Sprengung vornehmen. Ey, was soll das? Mann, das war voll laut hier. Okay, da war wirklich niemand. Oh Mann, ey. Okay, na gut. Okay, Leute, egal. Leute, ich glaube, die haben sich in irgendwelchen krassen Secrets versteckt, wo wir keine Ahnung haben werden, ob wir die finden können. Aber ich glaube trotzdem, dass das kein Problem sein sollte, denn für alle, die es nicht wissen, ich bin Sadie, der super Versteckmensch finder Sachen machen. Was? Oha, ich muss hier was ändern. Wieso? Warum ändert sich die ganze... Hä? Leute, warum ändert sich die ganze Zeit die Farbe? Was ist hier los? Warum ändert sich denn die ganze Zeit die Farbe? Bin ich vielleicht der Hausbesitzer und färbt die ganze Zeit das Haus anders an? Ich merke das gar nicht. Okay. Aber ich glaube, du bist hier irgendwo, wo sich... Nein, was? Du bist nicht hier? Lol. Okay, Otter, Leute, ich hab... Lol, okay, was? So langsam... Okay, es ist alles schwarz auf jeden Fall. Alter, so langsam wird es ja aber wirklich schwierig, muss ich sagen. Ich muss jetzt erst mal irgendwie jemanden finden. Oh Mann, ich dachte, das ist das Hotel. Das ist ein einziges kleines Gebäude. So schwierig kann das doch nicht sein. Oh Mann, ey. Okay. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Profi. Und ich meine, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit, aber ich erledige mein Ziel immer. Denn das also, hier ist gar nichts. Mist. Ich gebe dir einen Tipp. Ich bin ganz oben. Hier ist auch keiner? Hä, wo sollt ihr denn... Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Übrigens, Leute, falls ihr das noch nicht kennt, das ist richtig krass, wenn man da durchgeht einfach... Lol, jetzt finde ich selber gar nicht mehr genau wieder. Wo bin ich denn jetzt nochmal durchgelaufen? Egal. Auf jeden Fall, wenn man hier durch... Ah ja, genau. Wenn man hier durchgeht, dann kann man sich einfach durch die ganzen Zimmer teleportieren und kann gucken, ob man hier irgendwelche Limonadenmänner oder... Da habe ich gerade jemanden gesehen. Was ist gerade passiert? Da habe ich gerade jemanden gesehen.
Problem. Gar nichts. Oh, no. Alter, jetzt bin ich total verwirrt, weil ich gar nicht mehr weiß, wo der Ausgang ist. Oh Gott. Vapo hat sich neu versteckt, das kann ich schon mal sagen. Okay. Er hat sich auf... Hat jemand von euch ein Haus gebaut in einem Haus? Vielleicht. Okay, alles guck klar. Guck mal, da müsste noch ein Haus sein. Oh ja, du hast recht, da ist tatsächlich noch ein Haus. Oh Mann, aber wenn du schon so davon redest, dann wirst du dich definitiv nicht hier verstecken. Oh Mann, bist du jetzt ernsthaft nicht im Hotel, sondern irgendwo auf dem Hotel drauf? Nein, also ich bin im Hotel. Ich bin nicht draußen. Das gibt's doch nicht. Du bist nicht draußen? Aber so, ich bin aber auch nicht drin. Warum ist hier eine Rauchbombe? Was ist hier los? Was passiert hier eigentlich? Was ist hier geschehen? Was ist geschehen? Oh Mann, Alter. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall total verwirrt von euren Sachen, die ihr die ganze Zeit macht. Aber ich hoffe mal trotzdem, dass ich euch einfach so finden werde. Okay, ganz ruhig. Nein, da war ich doch schon drin, Cedric. Mann, du musst deinen Kopf anstrengen. Du bist an mir vorbeigelaufen. Was bin ich? Du bist übrigens jetzt an mir vorbeigelaufen. Bin ich das? Also jetzt nicht direkt unmittelbar, aber in den letzten 30 Sekunden. In den letzten 30 Sekunden? Also ich bin an Sadie vorbeigelaufen in den letzten 30 Sekunden. Was? Okay, ich bin auf jeden Fall irgendwie blind oder so. Also, ihr habt ich sehe Sadie. Gedroppt. Ich sehe Sadie auf jeden Fall. Okay. Okay, das Versteck, da war ich schon mal. Da muss ich jetzt woanders hin. Ich laufe die ganze Zeit rum. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Du läufst rum? Also, Sadie, geh doch mal an die Rezeption, Sadie. Ihr nehmt mich doch null ernst. Okay. Oh Mann, man kann sich ja natürlich auch hier hinter diesem... Oh, nö. Oh, Mann. Das wusste jetzt ich sogar. Gemerkt. Oh, Mann, das ist ja dumm. Oh Gott, wie bist du dann an mir vorbei? Oh, da bist du in den Fahrstuhl gelaufen. Hast du die Smoke Bomb gedroppt? Geh mal wieder aus dem Fahrstuhl raus. Bist du wieder hier runtergegangen? Nee. Mann! Das kann nicht sein. Geh mal unten aus dem Fahrstuhl wieder raus. Mhm. Und jetzt geh mal auf die Rückseite. Auf die Rückseite? Da ist ja noch eine Tür. Ja, da ist ja noch eine Tür. Da musst du rein. Jetzt musst du. Nee. Du musst erst die Leiter davor hinstellen und dann geht der Raum auf. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Aber du versuchst mir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Alter. Oh Gott. Und das Schlimme ist, ich habe wirklich sogar, obwohl ich dir nicht geglaubt habe, die Leiter rausgeholt. Oh Mann. Ey, okay, jetzt bin ich langsam echt verwirrt. Okay. Also, du musst mich ja auf jeden Fall gesehen haben, irgendwie. Das heißt, du bist vielleicht im Wasser. Du hast aber ganz schön nass, wo du bist. Ja, da ist es tatsächlich ganz schön nass, weil der Limonadenmann sich befindet. Also, das wäre mir zu kalt. Zu kalt? Warte mal. Gibt's... Oh, ich glaube, ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Ja, hast Nein, du es das? Gibt keine Sauna. Mist, ich habe ihn nicht verstanden. Eine Sauna gibt's nicht. Warte mal, eine Sauna gibt's... Oh, nee, na, Steady? LOL, was? Oh mein Gott, yo, ist das ein gutes Versteck? Halleluja. Oh mein Gott, ich habe den Limonadenmann gefunden. Oha, ey, das war wirklich ein super gutes Versteck. Das muss man ehrlich mal sagen. Dankeschön. Das kann ich selber noch gar nicht. Oh Gott. Okay. Jetzt muss ich nur noch Vapo, ich meine natürlich den Popcornmann finden. Aber ich glaube irgendwie der Popcornmann, der ist irgendwie... Hat hier jemand... Was? Das Haus ist verschwunden. Ich habe mir die Räume noch gar nicht so genau an... Nein, ich habe gerade alle Sachen, die ich aufgebaut habe, weggelöscht. Ich hatte hier auch überall Fake-Türen hingestellt. Hast du das gemerkt? Ach so, das war... Ich habe mich so die ganze Zeit gefragt und dachte mir schon so, oh ja, ist ein neues Update oder so. Mann, ey, ich habe das Spiel hier seit 3 Wochen nicht mehr gespielt. Ich war schon lange weg. Hast du wenigstens versucht, in die Räume reinzugehen? Ja, ich bin irgendwie schon kurz gegengelaufen, aber irgendwie... Ja. Voll gut, ey. Oh Mann, Alter. Ich dachte schon, du versteckst dich schon wieder in einem Karton, so wie immer. Nein. Das versteckt sich noch niemand in einem Karton. Ach, mein Babo hat hier irgendwo gehüt. Ich weiß nicht. Hey, Sadie, bist du komplett lost oder was? Soll ich mitsuchen? Ich muss irgendwas habe ich. Oh Mann, ich habe irgendwas ganz sicher schon wieder übersehen, was ich hätte sehen sollen. Alter, Leute, das vielleicht ist so hat er was übersehen, Freunde. Ich weiß ja nicht. Hä? Ja, wo ist... Also, ich suche jetzt einfach mal mit, weil ich weiß selber nicht, wo Babo ist. Ja, such mal mit. Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass du mitsuchst, weil ich nichts sehe. Hä? Bin ich blind? Oh Mann, ey. Komm schon. Sally, du warst gerade schon in mir drin. Okay, aber was genau hast du hier gefunden? Also, ich habe hier was entdeckt. Hier sind so viele Sachen. Ja, ich habe auch viele Sachen entdeckt, aber... Irgendwie ist der Zombie gerade neu dazugekommen. Der Zombie, der war die ganze... Nein! Babo! Boah, das ist... Was, wo ist er? Moment, war Babo jetzt der Grüne oder war Babo das nicht? Jetzt ist der Zombie weg. Babo war... Jetzt sind hier alle Sachen weg. Jetzt sind alle Sachen weg hier. Hä? Ich dachte, Babo wäre der Typ, der auf dem Boden liegt. Oh mein Gott. Hier. Was ist hier? Wo ist er? Ich hab ihn gefunden. Babo, soll ich sagen, wo du bist? Soll ich sagen, wo du bist, Babo? Wo soll das denn bitte sein? Soll ich sagen? Ja, komm, erlöse mich von meinem Leid. Ich checke gerade gar nichts. Er ist im Badezimmer. Geh mal ins Badezimmer. Badezimmer?
Wo? Alter, du bist ein Schrank. Hast du schon mal einen Kühlschrank gesehen, der sich geduscht hat? Oh, aber dann war ich schon gar nicht mehr so weg. Oh Mann, ach, komm mal. Ey, also, wow. Okay, Leute, also Popcorn-Mann ist auf jeden Fall definitiv der unfairste versteckte Spieler. Das ist ja noch schlimmer als Amok und seine blöden Kisten. Oh, ja. Gott, ey. Ich achte nicht, bin Leute. John Pork, du greifst mich hier nicht an. Ich bin John Pork. Ja, so siehst du auch aus, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Okay, Leute, ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz das Areal und machen eine neue Runde. Und diesmal werde ich mich verstecken. Und zwar richtig gut. Man wird mich nämlich überhaupt nicht sehen können. Okay, Leute, weil mir der Popcorn-Mann nicht so gut gefallen hat, habe ich mir für die nächste Runde jemand anderen ausgesucht, und zwar... It's me, Mario. Mario, okay, alles klar. Und ich würde sagen, du wirst jetzt suchen gehen und wir werden uns verstecken, nicht wahr, Limonadenmann? Genau, Amok und Sadie verstecken sich jetzt. Und es geht los in 3, 2, 1, let's go! Versteckenrunde 2 geht an den Start. Hey, Sadie, warte doch mal, ich habe dich reingelegt, Mann. Ja, ich bin nicht Amok, ich bin Babu, schau mal. Was? Und ich bin Babu, Amok. Was? Okay, jetzt bin ich voll verwirrt. Mit welchem Babu oder Lama da? Egal, auf jeden Fall. Moment, mit wem muss ich mich dann verstecken? Mit Amok. Okay, gut. Dann genau, los geht's. Versteck dich mit Amok. Ich verstecke mich hier. Ich bin schon versteckt. Okay, ich werde mir jetzt auf jeden Fall etwas ganz, ganz Cooles raussuchen. Okay, pass auf. Ich werde mir jetzt etwas ganz Besonderes raussuchen. Und ich werde im Gegensatz zu euch mein Skin nicht verändern. Denn, ich habe das nicht nötig auf jeden Fall. Sowas würde ich niemals tun. Ja, ich würde meinen Skin niemals verändern. Als ob, ihr habt doch bestimmt schon wieder euren Skin verändert, oder nicht? Nein, niemals. Okay, ich muss zugeben, dass die Idee, die ich hatte, Macken hat. Gar nicht mal so gut ist, ehrlich gesagt. Deswegen suche ich mir einfach am besten irgendwas anderes raus. Mann! Okay, egal. Hier vielleicht? Nee, das ist auch doof. Oh Mann, ach Gott, ich kenne mich hier mit den Sequels nicht so gut aus. Die sind so neu alle. Okay, ist das schon immer hier gewesen? Bin Optimus Prime. Ah, und du bist gekommen, um die Autobots zu retten und die Menschheit und so ein Kram, nicht wahr? Ja, okay, gut. Oh Mann, ey. Okay, warte mal. Obwohl, ich glaube... Oh ja, okay, perfekt. Ich würde sagen, ich bin jetzt auch versteckt. Nice. Okay, dann darf ich jetzt suchen kommen? Nein. Ich komme in 3, 2, 1, komm ich suchen, ich gehe los. Okay, das ist jetzt doof gelaufen, aber tja, Optimus Prime, den erkennt man jetzt halt doch ziemlich schnell. Okay. Dann gehe ich mal suchen. Mal gucken, wann Sadie mich sieht. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall... Okay, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, sobald ich dich sehe, aber nicht zu dem Zeitpunkt, in dem ich dich sehe. Okay, das ergibt keinen Sinn, aber natürlich ergibt das Sinn. Oh, Sadie, du hast dich hier wahrscheinlich in der Waschmaschine versteckt, oder? Ob ich muss doch nicht sauber werden, sehe ich so aus? Ja. Kann man nicht irgendwie in die Waschmaschine gehen? Nee, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht irgendwie in die Waschmaschine gehen. Was stellst du denn da vor? Was ist, in Amerika steht auf den Waschmaschinen sogar drauf, dass man seine Babys da nicht reinmachen darf. Okay. Ey, wisst ihr, was ich jetzt mache? Random Facts. Du machst gar nichts. Doch, klar mache ich was. Ich hole mir jetzt, weil ich Sadie bin, hole ich mir so einen kleinen süßen Hund. Du bist Sadie? Wie, du bist... Was soll bitte heißen, du bist Sadie? Ich bin Sadie, aber ich bin der bessere Sadie. Ich bin nämlich richtig gepumpt, ich habe richtig viele Muskeln. Okay, jetzt bin ich mal drauf gespannt, was ich jetzt gleich sehen werde. Und ich habe einen kleinen süßen Pudel. Ich habe keinen Pudel, aber ist auch egal. Hier sind so viele Secrets in Brookhaven. Mann, ihr müsst unbedingt dranbleiben, damit ihr die ganzen Secrets siehst. Ich guck die nämlich jetzt alle nach hier. Bist du der Schrank hier, Amok? Oh Mann. Der steht so schief. Nee. Ich habe jemanden gefunden. Sadie, ich habe dich gefunden. Alter, nee. Doch. Hast du nicht echt? Oder? Doch, ich habe dich gefunden. Soll ich zu dir herkommen? Ja. Okay, dann komme ich zu dir. Alles klar. Ich gehe jetzt hier nach oben und jetzt gehe ich hier rein und man sieht dich von außen, deinem blonden Kopf. Was? Nein! Ich dachte, oh was? Mein Gott! Nein! Was? Oh Mann, ich habe so gut geschauspielert und ich habe die ganze Zeit so getan, als wärst du nicht hier. Ich dachte, oh, wie kommt man denn rein? Aber hier draußen, wenn du hier draußen bist, Alter, dann hat man das von draußen. Als ob man das von außen sehen kann. Leute, das kann man oben, wirklich von außen sehen. Och Mann, das gibt's doch nicht. Das war so ein gutes Versteck. Och, come on, ey. Ich dachte jetzt ernsthaft, du hast irgendwas anderes gesehen und ich wollte dich jetzt voll veräppeln. Oh Mann.
Oh Mann, Sadie. Ach komm, will ich mal jemanden schon, funktioniert das nicht. Ach, come on, ey. Na gut, komm, lass uns gemeinsam Aborg finden. Oh Mann, ey. Aber wir finden Aborg jetzt. Wir finden Aborg auf jeden Fall. Wir finden Aborg, wir finden Aborg. Oh, ich habe Aborg gefunden, oder? Bist du die Box? Ihr werdet mich niemals finden. Nein, ich bin auch keine Box. Was? Aborg? Aborg eine Box? Nein. Nein. Das könnte ich mir im Leben nicht vorstellen. Wo darfst du dich überhaupt verstecken, Aborg? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. In dem ganzen Häuserblock hier. Ach, auch bis zur Bank da hinten? Ja. Ach so, ich suche hier die ganze Zeit nur auf der Ecke. Oh Mann, ich hätte mich einfach in der Bank verstecken sollen. Ey, ich habe eine Idee, wo der ist. Warte, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich zumindest überlegt hat, da hinzugehen. Warte. Ich werde das mal ganz kurz gehen. Checken. Aber nicht im... Nein, der ist nicht im Tresor. Doch, nein. Nein! Das könnte nicht sein, dass er... Oh nö, jetzt kommt der Alarm. Nein! Machen. Okay, warte mal. Leute, es gibt ja auch noch das Secret unter dem Haus. Mann, und du findest mich natürlich in der Waschmaschine. Ja, ist klar. Ach, komm schon. Naja, Aborg, also ich würde mal sagen, ich wäre schon... Okay, pass auf. Ich verrate es noch nicht. Babu, komm mal ganz kurz runter. In das hier, warum? Was willst du nicht verraten, Sadie? Gar nichts. Wo soll ich hinkommen? In das Secret, unter der ehemaligen Wäscherei, die Gangsterbasis, weißt du was? Ach so, ja. Ist Aborg da auch, oder was? Vielleicht ist der mal da gewesen. Mist, Mann. Du hast mich nicht getickt und damit wurde ich nicht gefunden. Alter, Aborg hat sich jetzt einfach zweimal versteckt. Oh Mann, ey. Okay. Er war auf jeden Fall... Aborg, Lauf schneller! Los! Steady, ich hab dich wieder reingelegt. Ich hasse euch. Das gibt's doch nicht. Man, immer das Gleiche mit euch beiden. Okay, passt. Ja, das verrate ich jetzt auch nicht. Nee. Wo Aborg? Mein Gott, jetzt komme ich auch durcheinander. Du musst Aborg doch mit mir finden, oder nicht? Wusste ich das? Haben wir doch abgemacht, oder nicht? Haben wir das? Ich dachte, wir haben das abgemacht. Haben wir das? Okay. Na gut, okay, dann muss ich jetzt Aborg finden. Ja, da kann man nicht irgendwie noch reingehen? Ich werde dir auf jeden Fall helfen, weil Aborg hat mich jetzt auch reingelegt. Deswegen bin ich jetzt sauer auf ihn. Sadie, weißt du, wo ich bin? Ja, klar weiß ich das. Ey, da oben ist so ein Strich, aber du bist hier, lol. Ja, kann genau da nicht. Bist du, Aborg. Also du bist auf jeden Fall schon wieder an mir vorbeigelaufen, seitdem ich mich neu versteckt habe. Wer jetzt, Sadie oder? Sadie. Was? Oh nein. Ja. Okay. Kann doch nicht so weit sein. Ich schau mal oben, hier gibt's nämlich ein Secret, wenn ihr hier ins Brookhaven Shelter reingeht, gibt's nämlich ein Secret. Du müsst nämlich hier... Okay. Ja, ihr müsst hier reingehen und dann könnt ihr euch da in der Wand verstecken. Aber Aborg ist hier nicht. Oh Mann, ist der hier in der Wand? Hm. Nein, auch nicht. Ey, Aborg, in welchem Secret hast du dich versteckt? Gib mal einen Tipp. Mhm. Ich bin in diesem ganzen Bankgebäude von oben bis unten, da könnte ich sein. Bankgebäude von oben bis unten? Dann müssen wir das Gebäude wohl von unten nach oben durchsuchen. Von unten nach oben? Ja, das könnte eine gute Idee sein. Mhm. Ich versuche mal hier... Ich guck mal oben und du guckst unten, okay? Naja, okay, ich guck unten. Und ich glaube, habe ich der Aborg gerade gesehen? Nee. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, was ich hier so gerade am Sehen bin. Aber, warte mal. Ich hab dich gefunden. Bist du der Karton hier? Ja, du bist der Karton hier, Aborg. Oh mein Gott. Du bist der Karton hier. Was für ein Sadie, Karton? Ey, wie ist Sadie einfach an Kartons vorbei? Im Keller, ganz unten. Was, im Keller? Der Karton, der ist voll, also der ist nicht auffällig, aber den gibt's da eigentlich nicht. Na eben. Hey, ja, den habe ich doch beim ersten Mal auch gesehen. Wie Sadie einfach an Kartons vorbeiläuft, ohne sich dabei zu denken. Ich bin überhaupt nicht vorbeigelaufen, ich wusste, wo du bist. Ganz unten, Sadie, ganz unten im ganz Keller. Unten. Ach so, da ganz unten. Oh Mann, Alter. Das habe ich doch gesehen schon, ich wusste doch schon, wer du bist. Ja, jetzt wollen die mir unterstellen, dass ich hier... Das... Kapibara! Weißt du, hier bin ich, Sadie, das hier, ja! Och, come on, ja, okay, gut. Oh Mann, ich hasse Kartons, ich sehe die nie, die sind so schwer versteckt, da ist es Mario! Okay, gut, ist auch egal. Was befindet sich hinter dem Tunnel von Brookhaven? Genau die Frage habe ich mir gestellt. Und die Antwort wird euch verblüffen! Was genau ist das hier?
Ah! Oh Mann, Alter, ich hatte so einen krassen Albtraum. Ich habe glatt geträumt, dass irgendeine irre Frau vor meinem Bett stehen würde und mir sagen würde, dass ich seit 2 Wochen keine Videos mehr hochgeladen habe. Ah, Gott sei Dank. Ah! Hey, Sadie, du hast seit 2 Wochen keine Videos mehr hochgeladen. Ja, woher weißt du das? Achso, naja, das ist jetzt eigentlich nicht so schwierig rauszufinden, aber was machst du hier? Ich muss dir etwas ganz Geheimes erzählen. Ich habe ein Geheimnis rausgefunden. Aber du darfst es niemandem erzählen. Warum? Weil es geheim ist. Okay. Wir haben keine Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Alles klar. Oh Mann, Alter, ich will nur ganz kurz sicher gehen, dass ich nicht träume. Noch mal kurz ins Bett gehen. Ist das überhaupt so die Art und Weise, wie man das macht? Ist auch egal. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, warum ich jetzt irgendeiner geheimen Frau hinterherlaufe, die irgendwie sagt, sie wüsste irgendwas über irgendwas. Aber wir machen es jetzt einfach trotzdem mal. Gut, wo sollen wir denn lang? Und abgesehen davon, wo ist eigentlich meine Tür hin? Ach, ist auch egal. Deine Tür habe ich zur Energiegewinnung absorbiert. Was? Was soll das denn bedeuten? Das bedeutet, ich habe sie gegessen. Ah, ach so, na, sag das doch gleich. Was hast du Ach, egal. Okay, erzähl mir auf jeden Fall mehr über dieses komische Geheimnis, was du rausgefunden hast. Pass auf, es gibt einen Tunnel in Brookhaven. Und um genau zu sein, gibt es sogar 2 Tunnel in Brookhaven. Ah, das wusste ich eigentlich schon vorher. Ja, genau, 2 Tunnel in Brookhaven. Und was ist damit? Ich habe herausgefunden, dass es ein Trick gibt, mit dem man durch das Tor hindurch gehen kann. Oder ich habe davon geträumt. Naja, Träume scheinen hier ziemlich wahr zu sein, also ist das eigentlich okay. Okay, ich hab's verstanden. Also du meinst, dass hinter dem Tunnel von Brookhaven sich irgendwelche komischen Sachen befinden, die irgendwie secrethaftig sind. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, denn ich bin natürlich der allergrößte Secret-Fan der Welt. Das wissen alle Leute, die einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal dagelassen haben, oder? Ganz genau, das weiß sogar ich, obwohl ich keinen Daumen nach oben und Abo auf dem Kanal dagelassen habe. Ja, siehst du, also, hey! Ach, egal. Um das Secret zu lösen, brauchen wir erstmal eine Krankentrage, das mysteriöse Teleportationsgerät des verrückten Wissenschaftlers und einen Blumenstrauß. Kriegst du das hin? Natürlich kriege ich das hin. Ich würde ja nicht Cedric heißen, wenn ich nicht Cedric heißen würde. Wow, dieser Satz macht sogar für mich keinen Sinn. Und das, obwohl alles, was ich sage, keinen Sinn macht. Okay, genug Tee getrunken. Wir haben überhaupt keinen Tee getrunken. Was? Na gut, dann genug Kaffee gegessen. Wir müssen sofort zum Krankenhaus, los. Was? Oh, hallo? Ja, okay, ja, alles klar. Wir müssen zum Krankenhaus, um uns eine Krankentrage zu besorgen. Das habe ich auf jeden Fall jetzt verstanden. Ich weiß nicht genau, warum wir das brauchen oder was wir damit machen müssen, aber wenn mir eine Verrückte sagt, dass ich ein Krankenbett brauche oder irgendwie so ein Kram, dann wird das schon wohl irgendeinen Sinn haben. Hoffe ich zumindest. Na gut, wir schauen mal. Also gut, wir sind auf jeden Fall im Krankenhaus. Wie bekommen wir jetzt einfach so den Krankenkragen? Müssen wir da nicht einfach nachfragen, ob wir uns eine ausleihen dürfen? Da hinten sehe ich es. Was siehst du? Oh, die Liege. Das ist genau das, was wir brauchen. Oh, ich meinte eigentlich diesen hübschen Busch da hinten. Mit dem war ich 2 Jahre lang verheiratet. Dann hat er sich von mir getrennt. Und jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Endlich. Ja, aber die Krankenliege, die ist auch da. Du hast recht. Ich mache mir wirklich Sorgen um deinen Zustand oben im Kopf. Verstehst du, was ich meine? Warum solltest du dir denn da Sorgen machen? Mein Kopf ist doch noch dran. Ja, ich befürchte nur, dass nicht allzu viel drin ist. Ist auch egal. Also, wir hätten auf jeden Fall ganz gerne diese Krankenliege hier. Wir brauchen sie unbedingt für... ja, weiß ich eigentlich auch nicht so genau, wofür wir sie brauchen. Oh, das ist kein Problem. Wir müssen nur kurz Mrs. Ente fragen, ob sie ihn euch geben will. Mrs. Ente, wie fühlen Sie? Quack! Quack! Aha, ich verstehe. Ja, mir geht es heute auch vorzüglich. Quack, 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 quack. Was sie nicht sagen, das ist ja faszinierend. Ja, die Leute vom Wetterbericht erzählen auch immer, was sie wollen. Hey, wir haben keine Zeit. Wir brauchen unbedingt diese Krankenliege. Ja, selbstverständlich. Quacken Sie einmal bitte für Ja und zweimal für Nein. Quack, quack. Nun ja, das war dann wohl ein eindeutiges Quack, quack. Und das bedeutet? Naja, so genau weiß ich eigentlich nicht, was es bedeutet. Letztendlich spreche ich kein Entisch. Allerdings befürchte ich, dass sie euch die Trage nicht geben wird. Na gut, wenn es halt so ist, dann lässt sich da wahrscheinlich nichts machen. Dann müssen wir das halt nächste Folge machen und Lauf! Lauf! Los! 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 Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Schnell! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Mann! Jetzt habe ich extra dafür, dass du mir irgendein Secret zeigen wolltest, eine Trage geklaut. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns niemals erwischen werden. Das hast du ausgezeichnet gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Blumenstrauß und das mysteriöse Teleportationsgerät. Heißt es nicht einfach Teleportationsgerät? Teleportatriergerät. Nein, Teleportationsgerät. Teleshopping-Hotline. Ja, ist auch egal. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich es finden kann. Oh nein, es tut mir so leid, dass die Liege geklaut worden ist. Quack! Sei ruhig, oder ich mache aus dir den Entenbraten. Oh, warte mal. Das
Das hier ist der U-Boot eines meisterhaften, bekannten, verrückten Wissenschaftlers, der auf jeden Fall ganz coole Sachen machen kann und sicher auch so ein Gerät hat wie das, was du wolltest. Von einer Skala von 1 bis Thunfischbrötchen, wie verrückt ist der Wissenschaftler? Also, wenn du mich fragst, würde ich glatt sagen Schokocroissant. Und das ist ein bisschen weniger als Kokosmuffin, aber auch ein bisschen mehr als Wiener Würstchen. Das könnte gerade ausreichend sein. Ich bin schon auf dem Stand saure Kartoffel. Ja, das glaube ich dir sofort. Alles klar. Hey, Hallöchen. Oh Mann, ich bin lang nicht hier gewesen in deinem U-Boot. Ich wollte dich nur ganz kurz was fragen. Oh Mann, Alter. Sandy, lange nicht gesehen. Du bist doch sicher gekommen, um mir meine höchst wertvolle und geheimnisvolle Erfindung zu klauen, oder? Ja, also du wirst lachen, aber ja. Ha, da werde ich dir einen Strich durch die Rechnung machen. Oh Mann, weißt du es? Ich werde sie dir einfach geben. Nein, bitte mach das nicht. Was? Warum gibst du sie uns einfach? Naja, wenn ich sie euch gebe, dann könnt ihr sie nicht mehr klauen. Und schon habe ich verhindert, dass sie mein super tolles Gerät klaut. Ja, das ist natürlich, das ist mega intelligent. Komm, lass uns gehen, bis ihr auffällt, was sie da gerade eigentlich gemacht hat. Auf jeden Fall war schön, dich mal wieder zu sehen, ne? Wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Tschüss! Oh Mann, ey. Alter, die ist ja voll dumm. Die hat uns das Ding jetzt einfach komplett gratis gegeben. Boah, Sandy, du hast dich aber voll abziehen lassen. Sie hätte dir mindestens das Gerät und einen halben Döner geben können. Ja. Mann, ey, ich hab langsam genug von diesen Geisteskranken. Ist auch egal. So, was war das letzte nochmal? Ein Blumenstrauß, sagtest du, oder? Ja, ach, der sollte auf jeden Fall nicht allzu schwierig zu finden sein. Wir gehen einfach mal hier rein oder so. Wobei, hier sieht's nicht so aus, als ob da viele Blumen wachsen würden. Vielleicht reicht das hier ja aus. Damit haben wir auf jeden Fall alles gefunden, um das Geheimnis des Tunnels zu entlarven. Okay, gut, folge mir. Wir gucken uns das Geheimnis des Tunnels an. Okay, die sind auf jeden Fall jetzt am Tunnel angekommen und... Okay, Mann, ey, also wenn man jetzt hier auf jeden Fall so normal reinläuft, dann passiert auf jeden Fall gar nichts, glaube ich, oder? Nee, das sieht irgendwie nicht so aus, als ob hier jetzt irgendwas passieren würde. Gut, was genau müssen wir denn jetzt machen? Wir haben auf jeden Fall jetzt irgendwie drei verschiedene Items mitgenommen, die wir jetzt alle haben und was ist der Sinn? Also erstmal musst du mir die Krankentrageliege oder wie auch immer das eigentlich heißt geben. Okay, kein Problem. Das gebe ich dir natürlich erstmal direkt. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall erledigt, okay? Gut, dann musst du dich in die Trage legen und das mysteriöse Gerät in die Hand nehmen. Okay, ich nehme das Gerät in die Hand und dann lege ich mich da rein und dann machen wir was? Dann werden wir durch das Tor laufen und in eine andere Dimension gezogen. Wow, das ist krass. Nur eine kurze Frage noch bei dem Plan. Wofür brauchen wir denn eigentlich die Blumen? Oh, die Blumen, die wollte ich meinem Hund schenken. Ich wollte damit so eine Hundehütte dekorieren. Was? Und deswegen bin ich irgendwo auf ein Grundstück gegangen und habe... Abfahrt! Diese Blumen sind teuer, das kann man nicht einfach so machen. Ich schwöre dir, das geht sowas von... Was? Okay, das ist jetzt neu, ehrlich gesagt, warte mal, wow, das ist also hinter dem Tunnel von Brookhaven, okay, ganz ruhig, Cedric, ganz ruhig, Mann, ich habe sogar eine Taschenlampe, keine Ahnung, woher ich die jetzt habe, aber, Polizei, hallo, ist hier jemand, eine Gummiente, ich würde selbst die Ente da irgendwie bevorzugen, als niemanden irgendwie, oh Mann, Alter. Was ist denn hier los? Okay, ganz ruhig. Es wird ja wohl nichts sein, irgendwie. Ich meine, hat diese Irre eigentlich überhaupt davon geredet, wie man wieder zurückkommt oder so ein Kram? Ich meine, ich kenne mich damit jetzt... Oh Gott, was ist das denn? Was ist das da hinten? Oh nein, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Okay, das ist... Warte mal. Habe ich da gerade jemand... War da gerade jemand? Bin ich... Okay. Leute, alles gut. Ganz ruhig. Da ist auf jeden Fall gerade der Dead Guy. Ich würde mal sagen, I'm the Dead Guy. Da, okay, es ist auf jeden Fall nicht so witzig. Gott, was ist hier los? Was ist hier passiert? Road closed. In der Grocery gab es auf jeden Fall einen Brand und die ist abgeschlossen. Okay, eins. Okay, warte, vielleicht gibt es irgendeinen Code, den wir rausfinden. Was? Ist es gerade... Nee. Ich glaube, ich habe mir das einfach nur gerade eingebildet. 5 meine ich nicht. 8. Okay, nein, das ist falsch. Okay, es gibt auf jeden Fall 1, 1, 1, 1, 1. Nee, das ist auch falsch. Oh Mann, Alter. Was kann denn. Vielleicht kann man hier irgendwo in der Gegend den Code rausfinden. Ist da irgendwas drin? Ich kann da irgendwie so ein bisschen reingucken, aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob es hier irgendwas gäbe. Mann, Leute. Ey, das ist wirklich sowas von gruselig. Ich habe das noch nie erlebt. Alter. Oh, Mr. Brookhaven?
Der sieht jetzt nicht sonderlich lebendig aus. Okay. Leute, ich bin hier. Bin ich in der Dimension von Mr. Brookhaven gelandet? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wo zum Teufel bin ich denn hier, Mann? Ich verstehe gar nichts. Und vor allem die noch schlimmere Frage ist, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Okay, Leute. Ich bin wirklich ein bisschen beunruhigt. Und ehrlich gesagt, der Panzer ist gerade gefahren. Leute, das habe ich gesehen. Der Panzer fährt. Was zum... Hey, hallo. Entschuldigung, ist da jemand drin? Hey, bist du das? Die Irre, die mich hierher geholt hat? Hey, hallo? Hallo? Kannst du mal... Hey, kommst du mal da bitte raus? Wer ist da drin? Komm schon, du machst mir Angst. Alter Leute, was ist hier los? What? Oh, hallo, ich erwarte nicht sonderlich oft Besucher. Du hast nicht oft Besucher? Wer ist dann der Typ da hinten? Den kenne ich nicht. Schön, dass du mich mal besuchen kommst, Sadie. Ich bin Mr. Brookhaven. Mr. Brookhaven? Du heißt aber anders als Mr. Brookhaven. Das ist richtig. Naja, das liegt daran, dass mein anderer Account einfach gehackt wurde und jetzt seitdem nur drumrum steht. Und weißt du, woher dieser Hacker kam? Nein, aus Deutschland? Er kam aus Brookhaven. Ah, ich hab verstanden. Er kam also aus Brookhaven. Und was genau soll mir das jetzt sagen? Du, mein Lieber, kannst der Bote sein. Ich werde Brookhaven vernichten. Warte mal, was? Du wirst Brookhaven vernichten? Warum? Alles, was du hier siehst, Sadie, existiert nicht. Noch nicht. Aber genau so wird Brookhaven irgendwann aussehen. Und das schon sehr bald. Sobald ich den Weg herausgefunden habe, wie du durch den Tunnel gekommen bist. Ach, Moment. Die mir reingegangen seid, habe ich das ja schon rausgefunden. Nur weil ich so nett bin, lasse ich dir und deiner komischen Freundin noch die Chance, mich aufzuhalten. Was ihr sowieso nicht könnt. Ich wünsche dir einen guten Heimflug. Einen guten Heimflug? Was meinst du denn damit? Mann, Alter. Oh, Gott sei Dank hat er mir einen Fallschirm gegeben. Was war das denn gerade? Oh, Mann, ey. Leute, ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, Brookhaven ist in Gefahr. Und das Allerschlimmste daran ist, ich bin jetzt nass. Hey, du bist endlich wieder da. Oh, hi, Sadie. mit wieder da meinst du wahrscheinlich, dass ich immer da war, weil ehrlich gesagt habe ich nur dich reingeschickt. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert. Was? Du... Ach, ist auch egal. Ich muss dir auf jeden Fall etwas Wichtiges erzählen. Und zwar, ich habe Mr. Brookhaven getroffen. Und er wurde gehackt irgendwie hier in Brookhaven. Und deswegen ist er sauer auf Brookhaven und will Brookhaven zerstören. Oder irgendwie sowas will er machen. Was? Er will Brookhaven zerstören? Das ist komisch. Und er wurde gehackt, sagtest du? Ja, das sagte ich bereits. Er hat jetzt dadurch rausgefunden, weil wir da jetzt reingekommen sind, wie man genau in die andere Dimension in Brookhaven kommt, also in unsere. Und dann will er alles zu Schutt und Asche verwandeln, alles dunkel machen und alles kaputt machen und irgendwie so ein Kram. Ich weiß es auch nicht genau. Dann sehe ich da nur eine einzige Möglichkeit, was wir machen können. Und was genau sollten wir machen? Wir müssen es einfach nur schaffen, ihn nochmal zu hacken. Ihn nochmal zu hacken? Aber... okay, gut, aber wie genau soll das denn funktionieren? Und abgesehen davon, ist das nicht irgendwie ein bisschen gemein? Ich meine, Mr. Brookhaven, der kann ja auch nichts dafür, dass er gehackt wurde. Gut, aber er muss dafür jetzt nicht die ganze Welt zerstören. Aber trotzdem, irgendwie verstehe ich ihn schon so ein bisschen. Was ist dir etwa lieber? Der Untergang von meinem Hund? Der ganzen Welt? Oder ein einziger Roblox-Spieler, der gehackt wird? Naja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, lieber der Untergang vom Hund. Ich meine natürlich der eine Roblox-Spieler, der gehackt wird. Du hast schon irgendwie recht. Okay, das bedeutet, du musst dich mit ihm treffen und das mysteriöse Hackgerät mitnehmen. Wichtig ist nur, dass er mich nicht sieht. Damit sollte das möglich sein. Okay, alles klar. Ich frag jetzt einfach mal nicht, woher du das hast, aber ist doch eigentlich egal, weil wenn ich damit die Welt retten kann, dann werde ich es wohl tun. Dann werde ich wohl einen Roblox-Spieler hacken und zwar Mr. Brookhaven höchst persönlich. Ich finde es gut, wie du dramatische... Pausen machst. Yeah. Okay, Cedric. Ganz ruhig. Du hast monatelang für diesen Tag geübt. Du wirst das hinbekommen. Du bist der Allerbeste. Eigentlich hast du 5 Minuten dafür geübt. Ach, Quatsch. Bitte erinnere mich nicht daran. 5 Minuten üben ist für mich schon so, als würden es Jahre sein. Ach, keine Ahnung. Es ist ja eigentlich nicht schwierig. Ich muss ihn einfach nur mit diesem Ding hier berühren und dann wird sein Account gehackt. Ja, genau so habe ich dir das erklärt. Du lernst wirklich schnell. Wirklich? Nein. Und jetzt hör auf, mit mir zu reden. Er wird gleich da sein. Oh Mann. Okay, schnell nochmal einen trockenen Durchlauf. Nehmen, berühren.
nehmen, berühren. Berühren, nehmen, nehmen, berühren. Ach, komm, los geht's. Guten Morgen, Brookhaven. Euer endgültiger Schicksalstag ist nun gekommen. Ich muss es berühren und nicht nehmen. Ha, ich hab's geschafft. Ich hab Brookhaven-Geräte. Warte mal. Sadie, könntest du mir bitte einmal erklären, was du hier gerade vorhattest? Oh, es war nehmen und dann berühren. Ach, Mist. Oh, Mann. Also, ich wollte dich eigentlich hacken und deinen Account somit von... Ups. Aha, so ist das also. Du hast also genau dasselbe vorgehabt, was dieses Mädchen mit mir vorhatte. So, so. Ja, genau. Die hat mir auch das Gerät gegeben und gesagt, dass ich das machen soll. Warte mal. Moment mal. Das Mädchen? Moment mal, das ist diejenige, die dich gehackt hat, also... Genau, Cedric, ich bewundere deinen Scharfsinn. Dann war es also Fiona, die ganze Zeit, und ich war so lange mit ihr verheiratet. Ja, genau, es war... Was? Nein, es war das irre Mädchen, mit dem du die ganze Zeit rumgelaufen bist und dieses Secret gelöst hast. Aber Moment mal, wenn, also du redest von ihr da oben, nicht wahr? Oh, ja, genau die. Mist. Warte, ich komm kurz runter. Ah! Okay, jetzt bin ich unten. Also, Moment mal. So wie ich das jetzt verstanden habe, bist du doch sauer auf sie, weil sie dich gehackt hat, also deinen alten Account und... Warte mal, jetzt ergibt das alles Sinn. Es konnte ja auch nur sie sein, weil du der einzige Spieler bist, den ich kenne, der weiß, wie man in diesen Tunnel reinkommt. Ja, so ist das halt eben. Aber ich glaube immer noch ganz sicher, dass das jemand war, der so aussah wie ich. Genau, und deswegen werde ich Brookhaven zerstören. Sag mal, ganz kurz. Du kannst gleich Brookhaven zerstören, gar kein Problem. Aber ich will dir noch mal einen Vorschlag geben. Und zwar, wie wäre es denn, wenn du einfach nur die Person mitnimmst und da in diesen Brookhaven platzierst, wo du, was sie selber zerstört hat, anstelle ganz Brookhaven dafür zu bestrafen, was eine Person dir angetan hat. Wäre das nicht irgendwie besser? Was? Also nur eine Person zu bestrafen anstelle von allen? Ja, normalerweise macht man das so. Nun ja, du musst wissen, ich war ursprünglich Lehrer, da macht man das eigentlich nicht so. Ja, wie dem auch sei. Aber ich bin ja immer offen für neue Ideen. Man kann das gerne mal probieren. Nein! Oh Mann, nicht schon wieder! Boom! Oh mein Gott, Leute, wir schaffen's! Alter, wie krank ist das denn? Wir sind einfach im Weltall! Heute zeige ich euch, wie ihr Brookhaven ins Weltall kommt! Und glaubt mir, diese Sequels werden richtig einschlagen, genauso wie ich gerade auf den Boden eingeschlagen bin. Ach, heute ist mal wieder ein wundervoller Tag für super tolle Geheimnisse. Oh Mann, das war schon wieder nix. Was? Was zum alles in der Welt? Bist du ein Alien? Oh ja, Sadie, ich bin gekommen, um alle Leute dazu zu bringen, einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal anzulassen. Was? Nein, bitte, nee, bitte doch, das ist eine hervorragende Idee. Nein, war eigentlich nur ein Scherz. Ach, es hat schon wieder nicht funktioniert. Für einen richtigen Astronauten bin ich einfach zu klein. Ah! Zu klein? Ach Quatsch, du bist nur zu winzig dafür. Ist das nicht dasselbe? Ja, da könntest du auf jeden Fall recht haben. Alles klar, ich wollte gerade gehen. Warte mal, du bist der ausgezeichnete Kandidat, um in den Weltraum zu fliegen. Ich bin der ausgezeichnete Kandidat? Warum ich denn? Bist du über einen Meter groß? Ja, bin ich, aber... Dann bist du gut dafür geeignet. Pass auf, ich werde dir haufenweise Astronautengeheimnisse zeigen und dir sogar verraten, wie du in das Weltall von Brookhaven kommst. Eigentlich sollte ich Nein sagen, weil ich muss noch dringend nach Hause und ein paar Sachen machen. Ich muss noch Videos drehen, aber ist okay, wir machen's. Gut, dann schau dir das hier an. Wie man ins Weltall in Brookhaven kommt. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall einen orangenen Ball. Okay, alles klar. Und einen Feuerwehrwagen. Ich weiß zwar absolut nicht, wie das funktionieren soll, aber let's go. Und du bist dir wirklich sicher, dass das klappt? Natürlich nicht. Es hat bei mir nicht geklappt, also wird es wahrscheinlich auch bei dir nicht funktionieren. Aber ein Versuch ist es wert. Na gut, ehrlich gesagt bin ich da nicht so ganz überzeugt von, aber in Ordnung. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal einen Ball, und zwar aus dem Inventar. Gut, alles klar, kein Problem. Wobei, ich weiß gar nicht, kriegt man einen Ball überhaupt? Doch, da ist auf jeden Fall der Ball, ein Basketball. Okay, fang auf, mein Freund, hier, bitteschön. Okay. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben den Ball. Und als nächstes brauchen wir ein Feuerwehrauto. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was passieren soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, let's go. Ball und Feuerwehrauto sind auf jeden Fall schon mal gut abgehakt worden, Leute. Deswegen schauen wir aber mal weiter, was es noch gibt. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf diese Leiter da hochsteigen und diese dann ganz nach oben fahren und den Ball halten. Okay, weiß ich nicht. Und dann müssen wir das Auto löschen. Okay, Alter, ich bin richtig gespannt, was passieren wird. Also müssen wir da jetzt einfach rein und dann nach oben und... Hey, warte mal, ich habe noch einen besseren Trick.
besseren Trick? Okay, na gut. Wir können natürlich auf jeden Fall erstmal den anderen Trick ausprobieren. Und falls der nicht funktionieren sollte, probieren wir einfach den hier aus. Das ist natürlich richtig. Pass auf, ich habe noch eine sehr, sehr gute Idee. Oh Mann, Alter, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was jetzt passieren wird. Okay, als erstes müssen wir auf jeden Fall zum Brookhaven Airport gehen. Und da finden wir auf jeden Fall was ganz Besonderes wie ein Flugzeug, in das wir reingehen müssen. Alles klar, machen wir auf jeden Fall. Ich meine, theoretisch ist es ja nicht absolut unmöglich, dass man da irgendwie fliegen kann ins Weltall oder so, weil ich glaube, Flugzeuge fliegen schon so unfassbar hoch, dass das eigentlich geht. Könntest du mich bitte auf den Rücken nehmen? Was? Nein, das werde ich niemals tun. Ach, was soll's. Na gut, ist egal. Hauptsache, ich komme irgendwann mal früher oder später ins Weltall. Oh Mann, also ich wollte schon unbedingt mal so oft ins Weltall gehen. Also, naja, gut, ich meine, wer nicht? Ich meine, im Grunde genommen, es gibt doch nichts Cooleres, als irgendwann mal in den Weltraum zu fliegen, Leute, oder? Seht ihr das auch so? Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute, falls ihr die Chance bekommen würdet, in den Weltraum zu fliegen, ob ihr es machen würdet oder nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Okay, gut. Hier sind wir auf jeden Fall in dem Flug und müssen, glaube ich, nach vorne ins Cockpit laufen, so wie ich das richtig verstanden habe, oder? Ganz genau. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen und müssen uns da irgendwie hinsetzen und auf den Piloten klicken, dann auf den Emergency-Button und nach draußen gehen. Was? Lol, wo ist der denn gelandet, Alter? Was ist das denn? Okay. Krass. Ey, das ist ja eins der krassesten Secrets, die ich jemals gesehen habe. Okay, Leute, ganz ruhig. Wir müssen auf jeden Fall nach vorne und Autopilot. Und da müssen wir auf jeden Fall Pilot werden, genau. Und dann müssen wir auf den Emergency-Button drücken und... Oh Mann, Alter, dann müssen wir auf jeden Fall rausgehen und... Warte, du Hohlbirne, willst du ersticken? Ersticken? Nee, also ich hatte heute eigentlich irgendwas anderes vor, irgendwie so wie den Weltraum sehen oder so ein Kram. Du musst natürlich erstmal deinen Raumzug anlegen. Ohne diesen bist du nämlich weder gegen die kosmische Strahlung geschützt, noch gegen die Temperatur und, da gibt's keine Luft. Oh Mann, natürlich, du hast recht, wir brauchen erstmal ein gutes Outfit. Und ich glaube, dann fangen wir einfach schon mal damit an, dass wir uns erstmal, einen Helm holen oder sowas, einen Astronauten-Helm, der ist super gut. Der passt doch nicht ganz so richtig mit meinen Haaren, okay. Und dann auf jeden Fall einen ganz normalen Raumanzug. Den finden wir auf jeden Fall hier oder hier, aber ich glaube, der weiße sieht ein bisschen besser. Nee, das ist eine Ghostbuster-Kleidung. Oh Mann, aber eigentlich bräuchte man irgendwie noch so ein bisschen Handschuhe oder sowas in die Richtung, weil, hey, man sieht irgendwie noch voll meine Hände und ich meine, meine Hände können auch noch abfrieren. Ich habe meine Hände eigentlich grundsätzlich sehr gerne, aber, na gut, okay, Leute, genau. Unser Sauerstoffgerät natürlich nicht vergessen. Okay. Dann würde ich mal sagen, lass uns das ausprobieren. 3, 2, 1, los! Ja, okay. Also, so wie der... Der Weltraum ist das jetzt nicht unbedingt. Okay, nochmal nachschauen. Wir müssen nochmal den Emergency-Button klicken und dann rausgehen und dann sind wir irgendwo auf was auch immer das ist. Ist das der Mond oder so? Ey, die Sonne sieht ja richtig krass aus. Okay, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, Leute, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir können es nochmal irgendwie schneller ausprobieren oder so, aber... Naja, ich habe leider irgendwie das Gefühl, dass dieses TikTok ein bisschen fake ist, aber wir gucken nochmal nach. Ich kriege halt auch öfter immer mal wieder in die Kommentare geschrieben, dass irgendwelche Secrets, die ich ausprobiere und die nicht funktionieren, eigentlich doch echt sind, nur ich irgendwie manchmal so einen Schritt vermasselt habe und sowas. So, okay, ich bin Pilot. Gut, wir drücken jetzt nochmal den Emergency-Button und gehen dann raus, noch während der Emergency-Button läuft, also während der Alarm läuft. 3, 2, 1, los! Und, ach nee, okay, Leute, dieses TikTok ist fake. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Aber egal, wir haben ja noch dieses andere Secret, was wir ausprobieren können. Deswegen ist das ja gar kein Problem. Irgendwas davon wird ganz, ganz sicher funktionieren. Da bin ich mir 100% sicher. Du, kommst du mal mit, mein, kleiner... Leute, sieht irgendwie voll süß aus, so klein wie der ist. Warte, Cedric. Bevor wir den gefährlichsten Weg von allen ausprobieren, habe ich noch etwas. Oh Mann, jetzt geht's aber los. Na gut, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was mich jetzt erwarten wird. Hoffentlich irgendwas Cooleres. Wie du es hinbekommst, sich selbst in den Weltraum fliegen zu lassen. Keine Ahnung, ob das grammatikalisch irgendwie Sinn gemacht hat, aber wir müssen uns auf jeden Fall als erstes richtig klein machen. Hä, warte mal, dann bin ich überhaupt nicht der perfekte Kandidat dafür. Logischerweise bist doch du schon viel kleiner als ich. Wieso muss ich denn mich jetzt kleiner machen? Ach, ist auch egal. Naja, das hat was mit Wissenschaft zu tun. Leute, die sich schrumpfen, sind grundsätzlich geschrumpfter als schon geboren kleine Leute. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, ist egal. Komm, lass uns einfach zum Spawn gehen und das machen. Okay, gut. Erstmal machen wir uns ein bisschen kleiner, wie es aussieht, auf das Kleinste, was, glaube ich, geht. Ich glaube, es war... Oder war es 0,55 oder 0,5? Oder ist das egal? Ich weiß es auf jeden Fall auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir eins von den beiden Sachen machen. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon gemacht. Okay, gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, wir müssen drüber zum Pool und zu dem Sprungbrett gehen auf jeden Fall, okay. Okay, wenn wir jetzt beim Pool sind, müssen wir einfach auf dem Dings stehen da und springen. Okay. Das hört sich sehr simpel an. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber schauen wir mal, was passiert. Vielen Dank für Maskieren. Wir probieren, ob das funktioniert. Und natürlich bin ich so ein komischer Mensch, der nur TikToks kennt, die uralt sind. Okay, müssen wir jetzt auf jeden Fall drauf gehen und ja, wow. Was genau soll jetzt passieren? Oh, okay. Ja, ich...
Okay, ich sehe auf jeden Fall schon, was passieren soll. Ja, genau. Ja, das kennt mich auf jeden Fall schon. Dass man hier so ein bisschen hochfliegen kann. Aber was genau soll denn jetzt hier... Also, ich meine... Ja, okay. Der Weltraum ist auch irgendwo da in die Richtung. Aber nur, weil ich einen Schritt nach Afrika zugegangen bin, heißt es nicht, dass ich in Afrika bin. Also, irgendwie... weiß ich nicht. Mal schauen, was bei ihm passiert wäre. Okay, er macht auf jeden Fall den... Was? Oh mein Gott, ach so, ich habe noch gar nicht alles gesehen. Hoppala, ups, Entschuldigung. Okay, da müssen wir den Hurt-Emoji machen und... Okay, das ist dann auf jeden Fall... Lol, auf jeden Fall... Okay, du siehst auch einen Illuminati. Alles klar. Okay, Leute, das, ich gebe zu, das habe ich jetzt nicht unbedingt gecheckt. Das ist nicht meine Schuld. Also, wir warten noch mal, bis wir ein bisschen weiter hochfliegen. Und dann... Boom! Oh mein Gott, lol! Woohoo! Oh mein Gott, was? Alter! Yo, das war ja ein richtiger Liftoff. Hey, wie cool ist das denn gewesen? Alter, mega nice. Okay, wir sind zwar jetzt nicht wirklich im Weltraum gelandet, aber zumindest sind wir schon ziemlich weit oben gelandet. Naja, okay, Leute. Ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen besserer Erfolg als der andere Kram. Und findest du auch, dass das gut war? Was? Ich habe nichts gesehen. Wir müssen das nochmal wiederholen. Wir müssen das nochmal wiederholen. Das habe ich mir fast gedacht. Aber es hat schon echt Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal ja sogar noch besser. Okay, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind, haben jetzt das gedrückt, als ich relativ tief war. Deswegen würde ich aber mal sagen, was passiert eigentlich, wenn ich irgendeinen anderen Emote benutze? Sitzen zum Beispiel. Okay, bei Sitzen passiert gar nichts. Bei Hinlegen? Alter, okay, bei Hinlegen. Ja, okay, man fliegt aber nicht so unfassbar weit. Oh, man fliegt auf jeden Fall ganz komische Kreisform oder so ein Kram. Ey, das ist echt heftig. Warte, einmal will ich das noch ausprobieren. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich diesmal richtig in den Weltraum zu kommen. Aber wir haben ja noch den Trick, der auf jeden Fall funktionieren wird, Leute. Okay, warte, so... ach Quatsch, ich habe noch ein Dings hier. So, okay, und... Boom! Lol. Ja, komm, 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 komm. Nochmal. Ja, nee. Mann, wir hätten Spider geschafft, dass wir da drauf nochmal... Okay, ich will es jetzt nochmal ausprobieren, Leute. Ich will jetzt unbedingt, dass das funktioniert. Warte mal. So, boom. So, okay. Und dann nochmal. Na, okay, Leute, das funktioniert nicht. Man wird zu viel rumge... Ja, also, Leute, wer schwimmt denn nicht gerne kopfüber? Absolut verständlich. Okay, Leute, das war auf jeden Fall absolut gar nichts. Es boostet einen zwar ganz schön nach oben, aber so richtig gut funktioniert hat es nicht. Wir gucken uns jetzt mal auf jeden Fall diesen Trick mit dem Feuerwehrwagen an und ich bin echt gespannt, ob das diesmal funktionieren wird. So, Reset Ladder nochmal und dann müssen wir noch irgendwas anderes machen. So, genau, wir müssen uns auf jeden Fall wieder da hochsetzen. Boom, mit dem Ball und nach oben. So, und weiter weiß ich nicht mehr. Okay, jetzt, wo wir auf jeden Fall da oben sind, genau, müssen wir nochmal hochfahren, wie wir schon wussten auf jeden Fall. Den Ball halten und das Auto löschen. Okay, interessant, gut. Jo, warte mal. Okay, das will ich unbedingt sehen. Das sieht auf jeden Fall schon so aus, als würde irgendwie die Schwerkraft weggehen und... Oh, lol, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir haben einfach... Lol. Okay, krass, Leute. Wir haben einfach geringe Schwerkraft. Guck mal, wie hoch wir auf einmal springen können. Hey, das ist aber mega cool. Hey, schau mal, Kleiner, ich hab's hingekriegt. Warte mal, was passiert jetzt, wenn ich den Ball loslasse? Oh nein. Okay, wenn man den Ball loslässt, dann geht's auf jeden Fall nicht mehr. Da müssen wir es nochmal wiederholen. Oh Mann, wir waren so nah am Erfolg dran und du hast es schon wieder versaut. Ich habe das völlig unter Kontrolle, keine Sorge. Ich brauche einfach nochmal ein Feuerwehrauto. So, genau, dann machen wir wieder genau den... Lol, was ist jetzt gerade passiert? Ach so, nee, warte mal, wenn ich den... Oh, okay, wir brauchen das Feuerwehrauto gar nicht mehr. Okay, gut, dann funktioniert es auf jeden Fall wieder. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler... Eine ziemlich coole Möglichkeit, um halt irgendwie schon mal so hoch zu springen. Aber schauen wir mal, wie wir jetzt ins Weltraum kommen, Leute. Ins Weltall. Mann, ich verwechsel immer Weltraum, All und Raum und so. Und abgesehen davon, was mache ich gerade mit meinen Beinen, Alter? Ich mache gerade den Stepptanz. Okay, Leute. Also, so. Da, wo wir jetzt rausgefunden haben, dass das geht, müssen wir uns ein Get-Bike. Okay, wir müssen ein Fahrrad besorgen, wie es aussieht. Sehr cool auf jeden Fall. Und damit müssen wir dann ins Wasser springen. Alles klar. Gut, halten wir uns natürlich auf jeden Fall dran. Wir holen uns einmal ganz entspannt ein Fahrrad. Und, oh, Alter, selbst damit können wir richtig hoch springen. Voll cool. Okay, und damit müssen wir ins Wasser springen. Geht auch anderes Wasser? Warte mal, okay. Hey, hallo, stopp, ich bewege das. Hallo? Leute, ich habe meine Hände nicht an der Tastatur. Was macht der? Hallo? Bruder, was machst du? Hey, ich bin in die andere Richtung. Ich schwöre, ich mach nichts. Was passiert hier? Okay, ich glaube, wir müssen das ganz kurz nochmal... Spiel das einfach verflucht, Leute.
Mein Spieler, was soll ich sagen? Mein Spieler... Okay, jetzt ist er stehen geblieben. Jetzt kann ich ihn irgendwie gar nicht mehr bewegen. Okay, warte, egal. Wir müssen einfach nochmal kurz den Ball aus der Hand nehmen, nochmal rüber zum Dings und dann versuchen wir es noch ein zweites Mal. Lol, Leute, das ist absolut buggy. Wenn ich hier die ganze Zeit versuche, hier irgendwo hinzu... jetzt geht's auf jeden Fall irgendwie. Bewege ich mich auch wieder ohne? Nee, jetzt laufe ich halt nach vorne. Okay, ich weiß zwar auch nicht, wieso ich jetzt nach vorne laufe, aber wir ignorieren einfach mal, dass das passiert und müssen jetzt versuchen, mit dem Fahrrad ins Wasser reinzukommen. Nein, geh weg! Ja! Was? Oh mein Gott, Alter, fliegt der weit. Oh mein Gott, fliegt der weit. Alter, heftig. Wie krass ist das denn gewesen gerade? Okay, Leute, wir müssen das nochmal probieren. Wir sind viel zu weit seitwärts geflogen. Wir müssen nach oben. Oder ich will unbedingt mal ausprobieren, ob das funktioniert mit dem Poolwasser. Okay, da bin ich jetzt auf jeden Fall mal richtig gespannt, Leute. Ab geht's. Okay, einmal ein bisschen Anlauf nehmen. Nein, 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 nein. Hör auf, Wasser zu meiden, Mann. Woo! Was? Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Was? Alter, wir sind... Lol, sind wir weit weggeflogen. Alter, wie krass ist das denn? Hey, das ist ja mal richtig heftig. Okay, warte, 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 warte. Das müssen wir unbedingt nochmal probieren. Okay, aber jetzt, wo ich einmal gestorben bin, ist jetzt dieser Effekt wieder zurückgesetzt. Ich muss nochmal das wiederholen mit dem Feuerwehrwagen und dann machen wir das, Leute. Aber es funktioniert auch auf jeden Fall mit dem Pool. Das ist echt gut zu wissen. Okay, Leute, Gas geben. 3, 2, 1, Liftoff. Was? Was ist gerade passiert? Wo bin ich? Bin ich im Weltall? Nein, ich bin tot. Warum... Och, Mann. Das ist nicht der Himmel, wo ich hin wollte. Oh, Mann, ey. Och, kommst du, das hat so gut... Oh, komm, Leute, wir müssen es auch nochmal probieren. Ey, das ist der coolste Trick, den ich jemals gesehen habe. Voll nice. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen doof, dass wir uns das jedes Mal irgendwie nochmal machen müssen. Okay, so, zack. So, nochmal nach oben. Badaboom. Dann das Auto nochmal weg. Dann stattdessen austauschen gegen ein Fahrrad. Okay. Das war ein Fahrrad. So, warte mal. Los. Boom. Oh mein Gott, Leute, wir schaffen's. Alter, wie krank ist das denn? Wir sind einfach im Weltall. Heftig. Lol, wie weit fliegen wir jetzt noch? Leute, wir sind immer noch am Fliegen. Wo zur Hölle sind wir? Alter, wie cool ist das denn? Alter, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, ich bin jetzt echt mal gespannt, wo wir jetzt landen werden. Ich sehe auf jeden Fall noch schon den anderen Planeten. Der Mond ist einfach da unten und da oben ist die Sonne. Wir sind immer noch am Fliegen. Alter, wir hören gar nicht mehr auf zu fliegen. Junge, wir sind hier seit einer Minute. Okay, jetzt. Alter, wo um alles in der Welt bin ich? Was macht meine Figur gerade? Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Okay, warte mal. Wir müssen für die Atmosphäre vielleicht mal Nacht machen oder sowas in die Richtung. So vielleicht? Alter, Leute, das ist auf jeden Fall wirklich der... Das ist auf jeden Fall das Weltall von Brookhaven. Oh Mann, ey. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass das Weltall von Brookhaven ziemlich leer ist. Aber, ey, Leute, wir fliegen unendlich weit. Wir fliegen unendlich... Ich sehe Brookhaven nicht mehr. Ich sehe nur noch Himmel, Sonne, Mond. Können wir hier irgendwas erkennen? Irgendwelche geheimen Botschaften oder sowas vielleicht? Warte mal. Ey, Leute, das ist so cool. Warte mal, wenn ich jetzt den Ball wieder aus der Hand nehme... Okay, dann fliegen wir ganz normal weiter. Oh, warte. Ich kann sogar steuern. Alter, wie krank ist das denn? Okay, ich kann vielleicht irgendwie versuchen, auf die Sonne oder so zuzufliegen. Das wird da wahrscheinlich nichts bringen. Oh Mann, ey. Warte mal. Was passiert, wenn ich jetzt absteige von dem Fahrrad? Okay, Leute, ich steig mal ab. Schauen wir mal, was passiert. Alter, ich merke... Seht euch das an, wie ich zitter. Ist das krass. Lol, das sieht aus, als wäre ich gerade in der Stratosphäre oder so. Und irgendwie würde die Atmosphäre gerade meinen Körper verbrennen. Das ist auf jeden Fall keine schöne Vorstellung. Aber vielleicht bin ich doch ganz gut, dass ich auf den Vorschlag gehört habe. Vielleicht irgendwie... Glaube, Leute, es passiert nichts. Aber ich habe das Gefühl, ich falle. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Mond würde immer näher kommen. Ich kann aber auch sein... Ich glaube, ich bin mir das ein. Hä? Nee, nein, doch, der kommt näher. Okay, Leute, ich lasse das noch mal ein bisschen passieren und mal schauen, ob noch irgendwas passiert. Junge, mein Charakter, der ist mittlerweile... Warte. Ich will mal Folgendes wissen. Was passiert, wenn ich jetzt... Aber wir sind immer noch am Bewegen, ne? Alter, wie sehe ich denn aus? Na, guck mal, wenn ich hier einmal drauf drücke, zack, sind wir sofort wieder weg. Junge, das ist der komische Glitch, den ich in Brookhaven jemals gesehen habe. Ich werde mich noch mal kurz zurück tippen. Aber man kann sagen, was man will, Leute. Das war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Jenny, du bist wieder da. Was hast du im Weltraum gesehen? Oh, der Weltraum, der war eigentlich gar nicht so... Warte mal ganz kurz. Der Weltraum, der war absolut fantastisch. Du musst das ausprobieren. Alter, du bist bekloppt. Das hast du noch nie gesehen. Aliens habe ich gesehen. UFOs habe ich gesehen.
Wow, ich wusste gar nicht, dass du schon angefangen hast, die Sprache der Aliens zu lernen. Oh Mann, das ist so cool. Ich will das auch unbedingt machen. Okay, pass auf. Also das, was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist eine sehr, sehr schwierige und komische Aktion, ja. Aber ich werde dich auf jeden Fall mal ganz kurz mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob es noch einen anderen Weg gibt, wie wir das machen können. Denn ich wollte schon immer mal gucken, wie weit man denn eigentlich mit dem Helikopter in den Weltraum vorstoßen könnte und ab wann quasi die Grenze erreicht ist und so. Das wäre auf jeden Fall mal sehr interessant herauszufinden. So, zack, let's go. Bada boom, ich würde mal sagen, ready for takeoff, let's go! Okay, Leute, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal so weit nach oben, wie wir können. Und geben Gas, let's go! Oh mein Gott, ist das cool. Leute, wir sind auf jeden Fall einmal mindestens im Weltraum von Brookhaven gewesen. Ich bin noch gespannt, ob man irgendwas vielleicht finden kann hier. Ich meine, oh, guck mal, wie weit man aber auch hochfliegen kann. Das ist schon echt heftig, ne? Findest du es nicht auch cool, kleiner Astronaut hier? Ich habe Höhenangst. Was, du hast Höhenangst? Aber du wolltest Astronaut werden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Naja, also, um genau zu sein, war ich noch nie im Weltraum. Egal. Oh Mann, ey. Okay, gut. Schauen wir auf jeden Fall mal, ob wir irgendwo noch hinkommen. Vielleicht können wir ja sogar zur Sonne fliegen oder so ein Kram. Ey, das war so heftig. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausprobieren und es laufen lassen in dem Sinne. Alter, guck mal, wie weit weg Brookhaven jetzt schon ist quasi. Und wie viel weiter wir vorhin einfach waren. Das ist so krank, ey. Ohne Spaß. Wir haben wirklich den heftigsten Glitch in ganz Brookhaven entdeckt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, Leute, vielleicht finden wir ja noch irgendein Secret. Vielleicht finden wir ja noch diese Basis, die im TikTok vorkam. Ich weiß zwar nicht, wo wir die finden sollen oder ob es die überhaupt gibt, aber ich meine, eine Chance wäre ja auf jeden Fall da. Und okay, Leute, ich mache mal einen kleinen Cut und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Okay, Leute, ich habe das Ganze wirklich mal 10 Minuten sein lassen. Ja, ich war hier wirklich die ganze Zeit nicht am PC, habe irgendwas anderes gemacht und dann guckt euch das mal an, Leute. Wir sind immer noch mega nah an Brookhaven. Man sieht quasi schon so ein bisschen eigentlich, dass es ein Planet ist, ne? So, dass es so ein bisschen rund ist. Kannst du mal bitte nach unten gucken? Aber, also es ist ein sehr kleiner Planet, wo eine einzige Stadt drauf ist, aber wir sind unfassbar nah noch dran im Vergleich zu dem, wo wir vorher waren. Und deswegen würde ich sagen, Leute, falls ihr wirklich in den Weltraum wollt, macht es nicht mit einem Hubschrauber. Das ist ganz schön langweilig und es passiert gar nichts in dem Sinne. Es ist irgendwie nichts los, aber der andere Trick, der war schon mega cool. Der hat echt Spaß gemacht. Leute, ich würde trotzdem sagen, das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!